message from General Pepper. Priority one. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part, beziehungsweise zu einem weiteren von meinen Let's Retro. Ja, nicht so ganz Banjo-Kazooie-lastig will ich halten, deswegen habe ich gedacht, ich fange jetzt mal ein neues Spiel an. Ihr seht's hier schon. Und ich lasse den Vorspann einfach mal unkommentiert so stehen. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet, Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pygma Dengar, and Pepe Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Pepe were captured by Andross. Pepe barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team headed by Fox McCloud to save Corneria and free the Lylat system once again. Das Lylat System sind wir hier und wir fangen an auf Corneria. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Wer dieses Spiel nicht kennt, der wird es gleich kennenlernen. Es ist, ja, eigentlich ein ganz cooles Spiel. Relativ kurz, es werden ganz wenige Parts, aber... Open the wing. Die zwei, drei unter euch, die es jetzt rausgefunden haben, worum es geht, sehr gut. Check your G-Diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Pepe. All systems go. Flippy here. I'm okay. I see him up ahead. Let's rock and roll! So, Rock'n'Roll. So, jetzt erstmal kurz mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Ein ganz einfaches Flugzeugspiel. Aber ein recht cooles dafür. Also es ist kein Flugsimulator oder so. Es ist einfach... Ja, wie erkläre ich das? Eine ganz coole Idee. Die Bombe war unbeabsichtigt. They had me.
Major in Cornaria City now. This is horrible. So. Die reden halt ein wenig mit dir, deine Crew, aber Everybody stay alert. Ja, geben dir halt manchmal wichtige Informationen. Man sollte ab und zu mal auf die hören. Beziehungsweise unten lesen. An für sich ein ganz cooles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr. Deswegen fange ich es an zu Let's Playen. Es gibt aber, was weiß ich, wie viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu beenden. Wir machen das nur einmal, dann habt ihr ja das Spiel so ungefähr gesehen. So, ups. Die Bremse. Die benutzen wir. Durch. Bei 3 goldenen Ringen bekommt man ein bisschen mehr Leben. Ja, ja. Okay. So. Jetzt haben wir den gerettet. Wenn wir nicht gerettet hätten, wäre er gestorben, in Anführungsstrichen. Also sein Flugzeug wäre kaputt gewesen. Und er wäre eine Runde ausgefallen. Eine Map aus. Wäre nicht schlimm gewesen, aber so können die Mitglieder ab und zu mal ausfallen. Ja, wow. So, wir nehmen den normalen Weg. Normalerweise gibt es hier noch einen zweiten Weg, über den, wenn man durch die Ringe da unten durchfliegt, beziehungsweise durch die Felsen, kommt man zu einem Geheimweg. Den nehmen wir aber nicht. Wir nehmen den normalen Weg. Dann seht ihr so das normale Spiel. Probieren wir noch. Somersault. So. All range mode. So, der Endgegner ist ganz einfach zu besiegen. Also ich kenne das Spiel schon. Es ist jetzt kein machen das jetzt hier. Nee. I will not be defeated by this worm. Schon gar nicht mehr. So, das war schon. Ein recht einfacher Endgegner. Ich meine, gut, das ist auch der erste, aber eigentlich ein ganz cooles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. We're heading out. All aircraft report. You did it! I was worried for a moment. You're becoming more like your father. Nach einer Map gibt es immer so eine kleine Teambesprechung. So, mal gucken, wie viel Gesamt. 88 Gesamt. 88 Abschüsse. Ich glaube, 100 kann man pro Map machen. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann gut möglich sein. So, jetzt kommen wir zum Asteroidenfeld. Da wird es ein bisschen interessanter. Impressive, Star Fox. Now watch out for enemies in the asteroid field. I won't let you down, sir. Schade, dass ich nicht das große Schiff steuern darf. Das würde ich auch gerne steuern. So, und ab die Post. Ab zum zweiten Level. Ins Asteroidenfeld, direkt mitten rein.
Weiß der Geier, warum wir das nicht umfliegen können. Aber wir fügen uns und machen einfach das, was uns gesagt wird, wie immer. Don't mess up that R-Way. Oh. Sorry, der ist mir gerade so von der Seite reingeflogen. So. Wait. So. Ja, komm, geh drauf. Ach Mensch. So, machen wir die kleine Blatt. So, perfekt. Ein Looping? Ne, machen wir nicht. Wir brauchen nämlich keine Bomben und keine Silberringe. Wir nehmen lieber den goldenen hier. Okay. Das sind jetzt, werden jetzt größere. Schau, wenn da dazwischen kommt. Schau, Schicht im Schacht. Nein! Oh, das ging auch nochmal gut. Ja. Ah, Glück gehabt. Incoming message from Rob. Location confirmed. Oh Mann. So, das große Schiff hat uns jetzt eine Ration oder sowas hinterlassen. Achtung, Fox. Wo, was, wer? Ach. So, und komm. Ach, jawohl. Machen wir noch ein Looping fliegen, damit wir das auch noch kriegen. So, das war kein Problem, den jetzt zu retten. So. Ah, dann kriegen wir eine Bombe. The enemy is coming from behind. So, perfekt. Haben wir alle getroffen. Ups. So. I guess it's your turn to be thankful. Ja, ja. Dankeschön. Für was auch immer, ich habe keine Ahnung, was der mir jetzt getan hat. Die sind mies. Die machen nämlich richtig viel Damage. So, ja. So, jetzt können wir hier, und das machen wir, also wenn ich es packe, das schaffe ich nur ganz selten, hier können wir in eine andere, noch nicht. So, Checkpoint, den sammeln wir mal ein. So. Perfekt. Da haben wir uns einen goldenen Ring gegeben. So. So, hier können wir in eine andere Galaxie reisen, wenn wir wirklich alle... wirklich alle... Zeitstrahlen mitnehmen und wir haben es geschafft. Jawohl, wir nehmen den Weg in die andere Galaxie, weil ich den cooler finde. Machen wir direkt das mal. So. Jetzt wird es ein bisschen farbenfroh. Ich glaube, Fox hat ein paar Drogen genommen. Wait.
So sieht das aus, wenn Fox Drogen nimmt und am Flugzeug fliegt. Oh, das sind die, wo so sau viel Damage machen. Perfekt. Mega cooler Bonus. So. Können wir alles einsammeln. Jetzt ordentlich Zeug. So. Mission erfüllt. Gar kein Problem gewesen. Okay, man kann mehr als 100 Abschüsse machen. Sehe ich gerade. So. Wir könnten jetzt die Route wechseln, genau. Machen wir aber nicht, wir nehmen den nochmal. Beziehungsweise wir nehmen die, wo wir jetzt gerade eingeschlagen haben. In Katina. Affirmative, General. Wiedervereinigung heißt diese Mission. Die nehmen wir direkt in Angriff. Hey, Bill! So. Oh, Scheiße. Wir können catch up later, Fox. Besten aufladen bei der Mission, weil ich glaube, die Freunde tut er nicht Auto anvisieren. Ja, sorry. So. Das freut mich, dass du einen hast. Don't let anything through. Ich glaube, das war das Mutterschiff. Das mega kleine Mutterschiff. Okay, das werden immer mehr. Hold
Bulldog unit. Don't let anything through. The hatches are open. Location confirmed. Sending supplies. I won't let you get away from me. Müssen wir warten, bis sie wieder die Luken öffnen. Bulldog-Einheit. Sehr gut. So, den holen wir uns. Oh, jetzt öffne doch die Luken, ey. Das gibt's doch nicht. Was wartet der denn so ewig? Da muss ich erst ein paar Blatt machen wieder von denen. Oh, mein Flügel ist beschädigt. The hatches are open. You're not getting away that easy. I won't let you get away from me. So. Bulldog, don't let anything through. The hatches are open. Ja, okay, ich habe sie abschießen müssen. Das dürfte jetzt auch für die... Eine Minute habe ich Zeit, um, ich denke, das hier abzuschießen. Ah, Mann. Ja, ja. Ja, sehr gut. Das war's. Ja, das war's tatsächlich. Sehr, 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 sehr gut. Mit der ganzen Bulldog-Einheit fliegen wir Richtung nächstes Level. Boah, das sieht auch sehr stark aus. Ein gutes Leben dazu bekommen. Take care, Bock. You too, Bill. Wahrscheinlich alte Kollegen. Sehr, 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 sehr cool. Auch mit einem Glänzchen abgeschlossen. So, liebe Leute, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Part auch dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao.